So, herzlich willkommen, Mittwochabend 19.30 Uhr. Pünktlich sind wir wieder hier bei Walders Kochwelten, Küchenwalder hier in Bad Vilbel. Ja, herzlich willkommen an natürlich auch am Feedback wieder, lieber Olli. Diesmal gleich zu Anfang, bevor ich wieder einen Anschiss kriege. Ja, ihr kennt es ja, ne? Die Mimi, jetzt nenne ich sie einfach mal bei Wort. Die schimpft immer brutal mit mir, wenn ich den Oliver immer vergesse während dem Stream. Oder auch mich bei ihm zu bedanken. Deswegen heute am Anfang, zum Schluss natürlich nicht, lieber Olli. Ne? Also vielen Dank, dass du heute Abend natürlich wieder da bist. Genau, wir sind wieder in Bad Vilbel, in der schönen Kochschule. Und natürlich vielen Dank an euch alle, die wieder alles repostet haben und sich auf den heutigen Stream gefreut haben. Und wenn ihr uns noch größer sehen wollt heute Abend, geht auf meinen YouTube-Channel Kochkunst Osieka. Und da habt ihr mich, hier ist ja der liebe Marcel aus Hallo. Wiesbaden. Genau, der ist heute Abend auch da. Habt ihr uns beide live fast bei euch zu Hause im Zimmer, wenn ihr so einen riesen Schirm habt. Da meint ihr eigentlich fast, gell? Wir stehen bei denen in der Küche. Können wir meinen, ja. Können wir meinen, genau. Also, der liebe Marcel ist ein begnadeter Hobbykoch und deinen Instagram-Kanal machst du nachher ein bisschen Werbung für dich, ja, damit wir auch etliche Follower von mir zu dir rüberziehen. Vielleicht kommen ja auch ein paar von dir zu mir. Genau, also wir sind ja zusammengekommen, weil du likest immer meine Bilder, du kommentierst immer, wir liken uns so. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, oh, der junge Mann, der hat echt was drauf, so ein Küchenchef aus Wiesbaden. Nein, er ist kein Küchenchef, er ist nur ein er ist ein begnadeter Hobbykoch. Genau so ist es. Aber das sind ja auch die Sachen, wo ich immer oft sage, also wir Profiköche, ich staune mir schon wirklich, wenn dann die Hobbyköche was kochen. Ja? Mhm. Da können wir Profiköche uns manchmal echt eine Scheibe davon abschneiden. Absolut. Ich meine, du kommst, glaube ich, aus dem Metier, gell? Genau, also ich bin gelernter Hotelfachmann und das Kochen liegt mir halt schon, seit ich klein bin. Und ich bin halt immer schon so ein großer Fan von selbstgemacht, also nie groß gekaufte Fertigprodukte. Und das ist halt so, wo ich echt viel Wert drauf lege. Okay. Klassische Kochkunst, aber auch mal was Ausgefallenes, Modernes. Okay. Und so, ne? Wo holst du deine Ideen her? Viel in Instagram in der Tat. Okay. Dann lese ich halt auch sehr viel Zeitungen, okay. So die man halt so Kochzeitungen, wo man halt viel... Also Bildzeitungen. Bildzeitung der Köche, ne? Genau, ja, sozusagen. Ja, genau. Und ich habe auch ein, zwei Apps, wo ich auch immer ein bisschen... Wie heißen die? Das ist einmal Captain Cook und auch noch Lecker... Okay. Captain Cook habe ich auch schon was gemacht. Ne? Habe ich jetzt ja im Dezember, kannst du mal gucken, 5. oder 6. Dezember, war ich bei denen live, haben wir ein riesen Event gehabt, da habe ich da gekocht. Genau. Also da bin ich ein ganz großer Fan von dieser App, weil man halt, die haben sehr viel Ausgefallenes und auch mal. Okay. Ne? Hast du denen auch schon deine Rezepturen zur Verfügung gestellt? Weil das kam ja da, ne? bei Cooken. Habe ich in der Tat noch nicht, nein. Genau, das solltest du mal machen. Guck mal, ob du damit ins Geschäft kommst oder so, ne, als Hobbykoch oder sonstiges. Nein, also bei mir ist es auch immer so, ich werde oft gefragt, wie hole ich meine Ideen oder sonstiges. Ich gehe unheimlich gerne in die Kleinmarkthalle nach Frankfurt. Da bin ich immer bei meinem Lieblingsgemüsehändler bei der Vitaminquelle. Ja, super nette Türken, ja, da kriege ich immer einen Espresso, ja, werde da echt fast hofiert, muss ich so sagen. Ja. Und ich gehe da rein und könnte eigentlich nur den ganzen Stand leer kaufen. Ja. Und ich muss wirklich sagen, der Olli kennt mich auch und viele kennen mich. Ich weiß eigentlich einen Tag vorher überhaupt noch nicht, was ich koche. Ist wirklich so. Ich gehe da rein und lasse mich durch die Menge oder durch die Vielfalt der Gemüsesorten, ich weiß nicht, wie es ist. Da haben wir was gemeinsam, weil wenn ich was sehe, ein Produkt, sage, überlege ich Komponenten, zack, zack, zack. Und dann, auch wenn es vielleicht nicht passen sollte am Anfang, weil man denkt, egal, wenn es schmeckt und es sieht toll aus und das lege ich halt viel Wert drauf, dass dann auch wirklich das Gesamtbild am Ende auf dem Teller stimmt, weil das Auge isst halt immer als erstes mit. Und dann kommt natürlich auch der gute Geschmack. Und also so hole ich mir auch. Und ich habe zum Beispiel, ich habe auch etliche Kochbücher zu Hause. Das fällt mir unheimlich schwer. Ich kann ja zum Beispiel auch nicht backen oder Desserts machen. Ja, also da auch nicht meine, also kochen liebe ich, backen, Kuchen, so die Standardsachen, ja. Auch mal ein schönes Dessert, so in einem schönen Weckglas, finde ich mal schön zu machen. Ja, ja. Aber jetzt so große Geschichten. Okay. Ja, weil bei mir ist es wirklich so, ich hole mir die meisten Inspirationen, wenn ich einfach mir ein Kochbuch anschaue und dann einfach sehe, okay, das sieht toll aus. Man guckt mal zumindest, was die Hauptkomponenten sind. Genau. Und dann kreiere ich was drauf. Richtig. Und so ist, denke ich, auch bei dir, wenn man bei dir auf den Instagram-Kanal schaut. Also ich habe mir das ja mal, wie gesagt, jetzt auch näher angeguckt, weil es ja auch eine sehr spontane Kiste war mit uns beiden. Ja, ja, gestern, absolut. Glaube ich, vorgestern mir zugesagt. Ja, genau. Und das ist ja auch schön, wenn man dann das auch einfach spontan macht. Du bist momentan, ich darf es ruhig sagen, vielleicht ist ja ein tolles Hotel da. Du bist momentan auf Jobsuche, gell? Auch Corona-bedingt. Ganz genau.
kam dann leider in die Krise letztes Jahr. Und dadurch ist dann auch mein Kochblog entstanden letztes Jahr, weil man halt durch Corona zu Hause war. Und dann habe ich halt überlegt, ich hatte dann ein Profil, wo ich meine gemischten Bilder mit mir und halt Essen hatte. Und dann habe ich mir halt gesagt, ich mache einfach mal einen eigenen Blog. Und ich hatte ja so viel Zeit dann in der Corona-Zeit. Und dann konnte man halt sich dann mal diesen Kochblog. Okay, habe ich den mir aufgebaut und ja, er wächst. So ja, nee, also wie gesagt, sehr schöne Sachen. Wie heißt dein Kochblog? Der heißt Cooking Studio bei Marcel. Also Cooking Studio bei Marcel. Bist du bei Facebook auch? Bei Facebook bin ich auch, aber... Aber kein nicht kochmäßig. Nein. Also wir forcieren mal ein bisschen da... Instagram ist... Genau, Instagram, deine Kiste. Und du bist heute zum ersten Mal so live oder vor der Kamera, oder? Ja, also, bist du aufgeregt, oder? Ja, so ein bisschen, weil... Komm, das geht aber schön zusammen. Ich bin halt persönlich, wenn man zu Hause kocht, ich habe ja immer gesagt, perfektes Dinner wäre nochmal mein Traum, irgendwann mal mitzumachen. Hast du schon beworben? Nee, noch nicht, weil ich immer diese Angst hatte... Vor der Kamera. Also ich glaube immer, es ist ja so, wie wenn wir die Kamerateams, ich habe ja damit auch schon zu tun gehabt, wenn die lockern nicht unheimlich auf. Ja? Und wichtig ist aber, dass du selbst bist, ja, und das wirst du uns heute Abend mit Sicherheit auch zeigen. Ich bin gespannt auf dein Essen. Mhm. Was gibt's denn heute Abend? Weil ich hab ja nur jetzt deine Zutaten so ein bisschen gesehen. Was gibt's heute Abend? Also es gibt eine Mischung aus Zucchini-Nudeln, also bekannte Zottels, die ja im Moment ein Riesentrend sind, gerade bei der Low-Carb-Küche. Und, was für mich? Ja, nicht ganz, weil dann kommen wiederum dann die Glasnudeln mit ins Spiel, die mische ich zusammen. Okay. Und dann röste ich ein bisschen Sesam dazu an. Genau, das weißen Sesam dazu. Weißen Sesam, genau. Kannst ruhig mal hier in die Kamera halten, damit die Leute es auch wirklich sehen. Hier mal, ne? Genau. Und Spinat will ich damit ein bisschen Knoblauch. Das Babyblattspinat, ne? Genau. Man kann auch tiefgefrorene nehmen, aber ich bin dann persönlich jemand lieber dann für sowas frischen. Ja, wird dann mit ein bisschen Knoblauch und angebraten. Okay. Und machst du da auch Zwiebeln dazu? Oder? Zwiebeln mache ich dann keine dazu, Knoblauch. Nur Knoblauch, ja. Genau. Und ich bin jetzt ein Freund, du hast das schon eben gesehen, ich nehme gerne den frischen, jungen Knoblauch. Auch gut. Ja. Was ich mir da jetzt auch vorstellen kann, was du so ein bisschen machst, ist zum Beispiel auch einen schwarzen Knoblauch mit rein. Hast du auch schon mal genommen? Nee, also mit schwarzem Knoblauch habe ich noch nicht gearbeitet. Aber ist was? Also aber schon gehört schon von, auch schon von gelesen, aber noch keine. So ein fermentierter Knoblauch. Ja, ja. Also fast 80 bis 90 Tage da bei 80 Grad da gereift wird, dann richtig schwarz. Schmeckt, also wenn man nicht viel dazu gibt, schmeckt das sehr interessant, wäre auch mal, sag ich mal, wenn du nochmal da reingehst. Nur, ich darf dir Tipps geben. Ja, ja, klar. Weil wir immer sagen, immer gut. Ich möchte auch von dir heute Abend ein bisschen was lernen, ja, weil das Gericht, was du jetzt machst, habe ich zum Beispiel auch nie gekocht. Ja. Ich bin jetzt kein großer Freund von unbedingt ständig vegetarisch, aber ich kann mir die Kombination, wenn ich dann auch auf die Gewürze gehe, was hast du denn uns noch mitgebracht? Habe ich einmal hier einen schönen Reisessig mitgebracht und Sojasauce. Heller oder das ist eine dunkle Sojasauce? Das ist eine dunkle Sojasauce. Okay. Dann mache ich hier noch mit ein bisschen einer Chilisauce, dass ein bisschen Schärfe auch reinkommt. Okay. Und ganz bekannt natürlich auch Tahin. Eine Sesampaste. So, genau, also Tahin, Sesampaste, weil viele nicht wissen, was eine Sesampaste ist. Ja. Hast du die schon mal selbst gemacht? Nein. Hast du also, ich habe jetzt schon oft Rezepte von gelesen, wo die auch mal selbst gemacht wurde. Okay. Aber ich persönlich habe sie jetzt noch gekauft, weil ich persönlich jetzt auch, wenn man auf die Inhaltsstoffe guckt, jetzt nicht so viel anderes drin ist, als wenn man sie jetzt selbst machen würde. Okay, da achtest du also auch auf die Zutaten? Da achte ich schon drauf. Also wenn sehr viel E-Nummern und so Geschichten dran sind, Konservierungsstoffe, sage ich auch, das lasse ich dann lieber. Genau, das ist schon mal gut, genau. Koche dann lieber. Und du hast ja vorhin gesagt, das kann man auch super gut, glaube ich, mit so einem Thermomix eigentlich herstellen. Könnte man, also, ja, aber ich persönlich habe keinen zu Hause und ich bin auch kein Fan von, weil ich liebe es, auf Gas zu kochen. Und mit einem. Ach, du bist ein Gaskocher? Ja, absolut. Echt? So diese kleinen Bunsen-Gaskocher? Ja, total. Ja, also Gas auf dem Gasgrill draußen, wie auch in der Küche, ist für mich... wirklich Kochenerlebnis pur. Okay. Was für Kochgeschirr nimmst du da? Nimmst du da lieber so Gusseisen oder auch so beschichtet? Weil es interessiert mich jetzt einfach mal. Nö, also da bin ich ganz normaler Fissler. Echt? Fissler? Ja. Also schaffen wir heute Abend ja richtig gut zusammen. Also auch von der Pfanne her die beschichtet. Ja, weil viele gibt es ja, die wollen nur Gusseisen. Mhm. Also ich habe auch eine Gusseisenpfanne, weil ich die einfach auch geil viele finde. Viele schwören davon ja auch, wenn man da was drin brät, dass das Aroma nochmal besonders mehr. Genau, sehr gut. Mhm. Okay, das heißt also, Glasnudeln, dann hast du hier noch Eier, was genau, die denn? Eier kochen wir, die gibt es dann nachher als Topping dann oben. Dann tue ich die gleich mal schon mal rein, würde ich sagen. Ja, genau. Hart gekocht dann. Also ich bin heute Abend ein Hiwi, ja? Also ja, wenn du irgendwelche Wünsche hast,
Dann lass mich das einmal wissen und okay. Dann koche ich die einfach ab. Genau. Also hartgekochte Eier. Hartgekochte Eier machen wir. Was brauchen wir, die hartgekochten Eier? Die kommen nachher dann als Topping noch oben mit drauf, okay. Auf das Endergebnis. Genau, jetzt gehen wir nochmal kurz durch. Also, wir brauchen für die Zottels die Zucchini. Genau. Dann hast du die Glasnudeln. Die kochen wir, genau. Genau. Kochen ist jetzt, viele haben vielleicht auch keine Glasnudeln verwendet, aber wie bereitet man die richtig zu? Also persönlich kurz ein heißes Wasser. Höchstens 2 Minuten, weil sie sind ja so dünn, das ist ja fast wie Seide, ja. Und dann direkt auch schon wieder raus. Genau, ja. Also ich mache es meistens so, wenn ich Glasnudeln verarbeite, ich koche mir Wasser auf ohne Salz. Ja, genau. Und dann schütte ich es einfach drauf, bis sie dann gequollen sind leicht und gebe es dann in den Sieb rein und lasse dann kurz kalt werden, also in der kalten Wasser, genau. Dass wir die dann auch zumindest gut auseinanderkriegen. Genau, dann haben wir den Sesam, was machen wir mit dem? Den tun wir nachher ohne Öl einfach in der Pfanne ein bisschen anrösten. Okay. Gibt ein schönes Aroma und den Spinat tun wir ja dann, wie gesagt, mit Öl in der Pfanne anbraten. Okay. Das heißt also, wie geht es dann weiter, wenn man den Spinat, die Zottels, die machst du dann irgendwie in die Schüssel rein? Oder? Also sprich, wir machen den Spinat und dann tun wir den mit dem Ingwer-Knoblauch anbraten, okay. Und dann beiseite erstmal stellen und dann, ja. In den zweiten Anlauf, die Glasnudeln sind ja dann gekocht. Ja. Die Zottels haben wir ja dann hier in der praktischen Maschine. Ja. Kann man ja auch natürlich, gibt es ja auch elektrisch. Ich persönlich habe zu Hause auch nur so eine, weil das reicht, weil man macht es jetzt auch nicht so oft. Ja. Und dann macht man dann daraus dann die Nudeln und die, ja. Mischt man dann, machen wir dann nachher nochmal kurz in der Pfanne heiß, aber dann ohne Öl. Weil, okay. Das heißt also, wir brauchen dann nochmal eine Pfanne, weil man den Spinat dann nochmal dann. Ja. Also das heißt, ich muss nachher mehr Geschirr spülen, oder was? Ja. Keine Spülmaschine. Also nee, keine Spülmaschine. Also gut. Ich helfe dir aber gern. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich kümmere mich um die Eier, ja. Und um die Glasnudeln. Genau. Und du gehst an den Rest und ich gucke dir zu. Und du, ja. Erzählst ein bisschen was über deinen Job. Genau, also wir haben ja vorhin gesagt gehabt, dass du momentan durch die einfach dabei nebendran arbeiten, loslegen, wie wenn du das zusammen zu Hause jetzt auch arbeitest. Übrigens, wenn ich einen Tipp geben darf. Ja. Hast du gewusst, dass wir was machst du mit den Wurzeln zum Beispiel? Ja, da lerne ich jetzt bestimmt was, aber ich persönlich tue ein bisschen abschneiden und dann tue ich es in den Biomüll. In den Biomüll, also ja. Nicht in den Plastikmüll, sondern im Biomüll. Aber genau. Also, was man damit machen kann, wenn die abschneidest, so wie du ja gesagt hast, wenn die natürlich sauber sind, auch ein bisschen länger, es gibt ja manchmal sehr kurz abgeschnittene, ja. Die kannst du kurz in Öl frittieren. Ist gerade, wenn du so asiatisch kochst und kurz frittierst, ja, und dann ein bisschen Curry-Salz mit drauf machst, schmeckt hervorragend, kannst auch eine Garnitur als Fisch. Dann brauchst du nicht mehr runterlaufen. Ich glaube, du wohnst im 20. Stock oder sowas, gell? Das ist dann runtertragen. Ja, also das mache ich persönlich mit Sellerie. Wenn ich schöne Bolognese mache, dann tue ich Selleriestroh machen. Genau, und das kannst du zum Beispiel auch ausfrittieren. Zum Beispiel. Ja, und da frittiert man ja auch. Nur mal aber guter Tipp. Ja. Nur mal, dass du das mal. Genau, Messer habe ich auch scharf. Sehe ich schon alles. Genau, und dann, genau. Aber noch so mal ein Schüsselchen für die Schüsselchen. Aber nee, warte mal, ich bin dein Läufer heute Abend. Okay. Ich gehe mal mit in die Nachbarschaft, das kennt der Olli mittlerweile. Muss ich immer lachen. Genau. Ja. Und das Kochen selbst hast du, genau, einfach wir arbeiten so neben, das Kochen hast du dir selbst beigebracht? Oder hast du bei irgendjemandem einen Kochkurs schon mal gemacht? Ja, also Kochkurs habe ich noch nie gemacht. Echt nicht? Nein, also. Aber warum nicht? Ich finde es schön, wenn sowas es gibt für Leute, die wirklich nicht kochen können und sich wirklich. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich werde mich demnächst mal in einen Sushi-Kochkurs reinstellen, weil ich das auch mal gerne machen möchte. Aber auch mal vor denen habe ich ja immer noch Respekt vor Sushi, weil das Sushi habe ich noch nie selbst gemacht. Echt? Nee. Okay. Da sage ich mir auch ganz ehrlich, wenn es wirklich ein gutes Sushi-Restaurant gibt, dann gehst du da lieber hin. Bevorzuge ich das von Profis. Okay. Also Michael Walder hier von Küchenwalder, der war zum Beispiel am Sonntag da und hat da auch einen Sushi-Kochkurs gemacht, hat er erzählt gehabt. Also war total begeistert. Ja. Dass er da. Kochkurs. Jetzt, also nicht falsch verstehen, ich gebe dir immer gern Tipps, auch für unsere Zuschauer. Ja. Wenn du zum Beispiel was auf dem Brett arbeitest, ja, dann erfahre ich viel, dass die meisten das Schneidgut, also hier in dem Fall die Frühlingszwiebel, nach innen reinlegen. Zieh die jetzt einfach nach vorne, ja, weil du hättest jetzt fast über das andere drüber geschnitten und dann kommst du hier. Komm ich dann dran und dann ist also, dann. Ja, also nicht falsch verstehen, aber das sind immer, auch wenn ich zum Beispiel so Schneidkurse mache oder sonstiges, gebe ich da auch gerne diese Tipps dazu. Ja? Ist ja auch gut. Und du hast gesagt, deine Oma hat früher unheimlich gut gekocht. Genau, die hat auch mal früher eine Kneipe gehabt. Und, wo kommst du mal her? Aus Wiesbaden, aus der Hauptstadt von Hessen, gell? Naja, Taunusstein kann man eher sagen, aber Wiesbaden nenne ich es mal eher. Ja. Aber ich bin geborener Wiesbadener. Also eine reine Hesse? Ja, okay, absolut. Okay. Und sie hatte halt damals, wenn ich von der Schule immer heimkam,
hat sie dann immer mein Leibgericht, was früher immer selbst gemacht ist. Kartoffelbrei. Kartoffelbrei? Ja, selbstgemachter. Und den mache ich auch heute noch selbst und das ist ja wirklich ein Kinderspiel. Also wenn ich dir jetzt gestehe, dass ich öfters mal die Packung aufreiße, weil ich einfach keinen Bock habe, das zu kochen. Nee, also, fertigen Kartoffelbrei würde ich nie machen. Also, er kocht frischen, ich koche aus der Tüte. Weil Tüte kochen ist nämlich schwerer. Also Tüte ist bei mir echt, also ich sag mal so, ich habe mal eine gute Tomatensoße, die man mal jetzt so mal fertig zu Hause hat, mal da, aber echt, sonst sage ich mir echt, ich stelle mich an den Herd und koche. Okay, ich bin jetzt mal die Glasnudeln abschütten. Ja. Ich habe die jetzt mal gerade 2 Minuten in heißes Wasser eingelegt. Mhm. Also auch da ist wichtig, auch wenn man sagt, wie du vorhin gesagt hast, die Glasnudeln kochen, die kocht man nicht wirklich. Mhm. Sondern man schüttet da wirklich heißes Wasser drauf und lässt die einfach einen Moment ziehen. War jetzt aber auch ein guter Tipp, weil ich persönlich war jetzt auch überrascht, dass du das jetzt in dieser Variante so gemacht hast. Okay, also habe ich es gelernt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es perfekt ist oder richtig ist. Jetzt auch hier drauf achten, bitte, wenn du gerade mit der Hand so auseinanderschiebst, immer, sind immer so Verletzungs... ich gucke halt da immer drauf, also bitte nicht falsch verstehen oder sonstiges. Problem ist ja für mich ja alles ganz neu, weil wenn ich ja zu Hause koche, dann hat man ja keine Kamera oder jemanden, der mir was zeigt hinter mir. Wie ist das eigentlich für dich, weil du gerade jetzt sagst, so Kamera, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Bild von deinem Essen machst, fällt dir das schwer, so ein Bild zu machen von deinem Essen? Nee, oder? Also ich habe schon vorab, habe ich schon im Kopf, wie ich mir das vorstelle. Okay. Und dann suche ich mir einen Teller aus. Okay. Und dann wird das angerichtet. Okay. Warte mal, ich gebe noch ein Tellerchen, dann können wir es vielleicht drauf machen. Für den Ingwer. Das könnte man natürlich jetzt auch schneiden, aber ich persönlich, dass er ein bisschen feiner ist. Alles gut. Reibe ich ihn. Lässt mich ganz schön laufen heute Abend. Den Knoblauch, den schneidest du oder reibst du den auch? Den können wir reiben auch. Können wir reiben? Ja. Das schreiben wir dann zusammen, ja? Okay. Und was ist heute dein Leibgericht, wenn du heute kochst? Was kochst du am liebsten heute oder ist das... Das ist sehr schwierig bei mir, weil ich so viel persönlich mag. Und ich koche halt wirklich, wenn ich koche, jeden Tag meistens immer was Neues. Echt? Also bei mir wiederholt sich das jetzt nicht, dass ich sage, alle 2 Wochen gibt es immer wieder Fischstäbchen oder das. Sondern ich habe so meine Sachen so im Winter, also zum Beispiel im Herbst, eine Kürbissuppe jedes Jahr. Okay, auch schön mit Knoblauch und Ingwer. Auch. Und mit Kokosmilch. Ah ja, okay. Orangensaft mache ich persönlich noch ran für die Säure. Ja. Und auch mal im Winter dann schöne Kohlrouladen. Ah ja. Machst du auch selbst, aber dann nicht gleich gefüllt oder was machst du da rein? Nee, also Kohlrouladen klassisch mit Speck und also Dörrfleisch und Gurken, schön viel Senf drauf, zusammengewickelt und dann schön nicht im Ofen. Ich persönlich bevorzuge da den Herd. Schön dann 2 Stunden schmoren. Ja. Viel Rotwein dran. Ganz wichtig. Ganz und dann wichtig, denke Rotwein. Ich mir, gibt es da eine gute Soße. Dann schöne Klöße dazu. Machst du die auch selbst? Na klar. Echt? Ja. Schön mit Majoran. So eine Schwäche von mir, Klöße machen, du. Echt? Warum? Ja, ach. Ich weiß, das sind so Dinge, die ich unheimlich gerne esse. Ich mag so unheimlich gerne die deftige Küche. Ja. Aber so Klöße machen, so, das ist so meine Welt. Ich lege hier nebenbei mal, röste ich mal den. Perfekt. Ja, dass er so eine schöne Röstaroma. Genau, dass er schön braun wird. Genau. Und da braten wir jetzt dann den Spinat an. Ne? Da braten wir dann den Spinat an mit einem Teil Knoblauch und einem Teil Ingwer. Okay. Was machst du noch an anderen Gewürzen dran? Also jetzt dann da erstmal nichts, bisschen Pfeffer und Salz. Okay. Und gut. Warum hast du jetzt hier weißen genommen? Könnten wir da auch schwarzen Sesam nehmen? Hätte man auch nehmen können, hatte ich auch erst überlegt, habe ich auch zu Hause, aber ich fand es jetzt einfach für die Farbe her, der schwarze, hätte man ja von Röstaroma, hätte man ja nicht mehr viel von gesehen. Okay, also deswegen. Gut, dann räume ich das jetzt mal auf die Seite, damit du Platz hast zum Arbeiten. Genau. Also ihr seht hier, das A und das O, das gefällt mir bei dir übrigens sehr gut, dass du auch dieses sogenannte Mise en Place, du kommst ja aus der Gastro-Szene, aber wirklich alles erstmal richten, Blattspinat, dass er gewaschen ist, dass die Zwiebeln geschnitten sind. Also ich fange nicht irgendwie an und dann, du kannst ruhig durch. Du bist zwar live im Fernsehen, aber du kannst ruhig durch, egal. Das sind immer die einfach mal reinschneiden und mal wissen wollen, was hier so abgeht, ne? Wer hier zu Gast ist oder was hier zu essen gibt, weil die stehen nämlich immer nachher dann da und sind hier am Futtern hier von Küchenwalder. Ja. Genau, also das ist ja immer das A und das O. Weil dann kann man natürlich auch natürlich entspannt kochen, ja, wenn man so ein Mise en Place hat. Ja. Genau. So, jetzt machst du, glaube ich, die Zottels, oder? Die Zottel wollte ich jetzt noch machen, genau. Genau. Genau, wie gesagt, den Sesam hier ein bisschen anrösten. Muss mir jetzt gerade nochmal das Gerät angucken. Also ist ja eigentlich recht simpel. Ja, genau.
Sollen wir die andere Seite nehmen? Ne? Ja. Geht's? Ja. Okay. Ja, da sieht man jetzt so schön hier, wie schön sie rauskommen. Ja. Ich persönlich nehme halt auch ganz gern auch mal Karotte oder auch mal Pastinake. Okay. Man kann ja wirklich. Gurken gehen ja auch. Gurken gehen auch. Habe ich jetzt gerade die Tage, habe ich mal einen Gurkensalat mit so einer Maschine gemacht, auch mal ganz nett. Ja. Das Problem ist nur manchmal, dass man mit den Zucchini, man braucht halt echt welche, die nicht so dick sind, weil. Die sind ein bisschen dick, glaube ich, gell? Aber die ist gerade so. Das Problem war, ich muss die andere Seite nochmal nehmen. Ja. Aber du weißt ja, wir sind Natur. Köche, die sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen, ne? Richtig. Ja, deswegen, also wie gesagt, das habt ihr nicht gemerkt, dass die Zucchini zu dick war. Weil Zucchini hat ja Gott sei Dank zwei Seiten, dann können wir von der anderen Seite auch anfangen. Ich hatte extra geguckt nach einer etwas schmaleren, aber leider. Ja, aber ich kenne das ja. Aber jetzt läuft es ja richtig gut. Jetzt läuft's. Jetzt können wir die Haarverlängerung machen, also Ladies and Gentlemen, stellt euch schon mal an für die Haarverlängerung. Ja. Das Einzige, was ich bei denen halt immer so schade finde, wenn man halt zum Beispiel esse ich das extrem gern mit Bolognese. Ja. Also dann mal die Low-Carb-Variante anstelle mit Spaghetti. Okay. Das Einzige, was halt echt blöd ist, sie tun halt sehr viel Wasser dann verlieren, wenn sie halt dann mal heiß sind. Aber da kann ich dir dann auch einen kurzen Tipp geben, wenn du die vorher kurz mit Salzen, wie bei den Auberginen, genau. Kurz Salz drauf machst und die in den Sieb reinlegst und dann verlieren die nicht mehr ganz so viel. Oder dann nochmal. Also das Endergebnis, was wir benutzen, ist natürlich das, was hier hinten rauskommt. Sozusagen. Genau, das Rest. Lass mal. Ich glaub, kann man dann nochmal. Die Hälfte oder sowas, ja? Oder? Weil der Olli ist dann so gern vegetarisch, weißt du? Nee, dann muss ich nächstes Mal was mit Fleisch machen. Ja, genau. Also ich esse wirklich auch. Olli ist so der richtige Fleisch. Also ich bin um Gottes Willen auch ein riesen Fleischfan. Echt? Ja, also was isst du da am liebsten so? Was für Fleisch? Also mein Lieblingsfleisch jetzt so ist wirklich, wenn ich so koche, ist Hähnchen und Hähnchenbrust. Ja. Und auch mal was mit Kalb. Okay. So Tofu oder so kommt bei mir jetzt ehrlich nicht so in die Küche. Nee? Bin ich nicht so der Fan von. Also, ist nicht also so ganz mein. Ich mag Tofu auch nicht. Also ich kann damit nichts anfangen. Obwohl ich aber schon viele gehört habe, die haben jetzt kürzlich, habe ich eine Sendung gesehen mit Björn Freitag, ich weiß nicht, da sagt er was mit Sicherheit, der hat Tofu-Bolognese gemacht und hat jetzt wirklich einen Mann hingestellt, der immer nur Bolognese mit Fleisch isst. Mhm. Und hat es am Anfang nicht gemerkt gehabt. Ja. Also ich, vielleicht würde ich es auch nicht merken. Ja, also, ich weiß es nicht, aber. Schau mal, passt es so oder soll ich noch ein bisschen? Ja, noch ein kleines bisschen. Weil es kommt langsam die Farbe raus. Kommt langsam die Farbe raus. Genau. So, du darfst es weitermachen. Ich gucke dir jetzt einfach zu, weil jetzt muss ja auch was lernen. Genau, das ist schönes Bio-Olivenöl. Das heißt also, so Rindfleisch oder sowas isst du auch gerne? Oder? Ja. Ja. So kurz angebraten, dann schön der Salat dazu. Okay. Mega. Okay. Oder halt natürlich der Klassiker, ein Kalbschnitzel mit Bratkartoffeln und Grisauce. Grisauce? Ja. Ah, Grisauce. Das esse ich total gern. Also die grüne Soße, wer es noch nicht kennt, ist hier der Klassiker. Der Klassiker hier in Hessen. Genau. Ja, ich hatte, wo ich mal ein Foto gepostet habe mit der grünen Soße, habe ich mal gefragt. Und in der Tat, also ich dachte, diese Päckchen, die man so kaufen kann, weil manchmal gibt es die ja auch im Supermarkt klassisch. Ja, ja, genau. Aber hoch im Norden kennen es die Leute in der Tat wirklich nicht. Und da kann man auch die Päckchen nicht kaufen. Nein? Also es ist halt wirklich so eine regionale Geschichte hier. Also ich weiß, in Berlin, ne, da wartet ja, ich habe ja diese Gläschen hier selbst. Ja. Gebe ich dir nachher mal was mit, damit du die mal testen kannst. Ich bin gespannt, ja. Und auf jeden Fall, der wartet schon immer drauf, dass ich die grüne Soße im Glas mache. Aber ich sag immer, ich möchte eine grüne Soße machen, die du warm machen kannst, die du kalt essen kannst und wo die Farbe stehen bleibt. Mhm. Und da bin ich am Austüfteln, ja, und das ist sehr, sehr schwer. Mhm. Ja, also es gibt also auch schon, aber die grüne Soße, also ich mag das auch, Bratkartoffeln oder einfach nur ein gekochtes Ei und die grüne Soße dazu. Schau mal, ich glaube, das ist jetzt passt. Das jetzt passt. Genau, also jetzt kurz bevor es schwarz wird, ne? Ja. Aufhören. Genau, jetzt haben sie sind sie so goldbraun geröstet. Perfekt. Ich stelle es mal hier her. So, lass mal das auch mal wunderbar. Schön sehen, die Farbe. Bist du so zufrieden? Ja, sehr. Ja, gut. Na, den restlichen Knoblauch hebe ich noch auf, den brauche ich nämlich nachher noch für die Soße. Ah, okay. Na, okay, nur so genau. Hinweis, jetzt tue ich schon mal die Eier, genau. Frühlingszwiebeln, gell? Ja. Ja. Gibst du mir einfach alles rüber? Ja, du spülst ja. Ja. Das hast du gelernt, das hast du sofort gelernt. Gell? Sofort. Du musst mir, also die Temperatur, wenn du runtergehen willst, dann. Alles gut, bis jetzt bin ich zufrieden. Okay. Das ist für mich neue Erfahrung, weil also ich koche zu Hause nicht auf Induktion, aber ja gut. Und wenn du jetzt so zu Hause was kochst, kochst du dann eben nur eine Portion oder kochst du dir auch mal für zwei Tage was vor oder wie machst du das? Ja, ich sag mal so, manche Sachen, jetzt zum Beispiel Bolognese, koche ich mehr. Schmeckt ja am nächsten Tag nochmal besser, gell? Erstens das und zweitens, da bin ich dann nochmal ein Fan, dass ich mir was einfriere, dass man dann auch mal, wenn man mal keine Lust hat zu kochen, okay, sich nochmal das aufwärmen kann. Okay. Schmeckt auch noch gut. Ja. Und was magst du so an Fisch?
bin ich eher so klassisch unterwegs, also Kabeljau. Fischstäbchen. Ja, auch mal, klar. Also das sage ich mal, kann man auch mal fertig mal kaufen. Ein Kartoffelsalat aus dem Eimer, ne? Jawohl, ganz oder so, klassisch. Oder ein Erbsenpüree dazu. Ja. Ja, aber sonst Kabeljau, großer Fan, oder von Lachs, also so die Klassiker würde ich mal fast sagen. Okay. Hast du schon mal Fischstäbchen selbst gemacht? Ja. Hast du schon gemacht? Ja. Okay. Habe ich Seelachs genommen und dann einfach paniert. Ja, ja. Aber dann natürlich jetzt nicht wie in der Captain Iglo Form, sondern halt eher natürlich. Ja, okay. Und wenn du, magst du auch so die asiatische Küche eigentlich? Ja, so ein bisschen. Also weil das ist ja auch so fast. Ist ja so ein bisschen asiatisch. Also ich koche sehr gern mit dem, so mit Hummus mache ich gern mal was. Machst du das auch selbst? Den mache ich selbst, ja. Okay. Ja. Ich habe jetzt hier den Spinat, habe ich dann dazu gegeben. Genau, jetzt hast du den Ingwer, gell? Jetzt habe ich den Ingwer noch dazu gegeben mit ein bisschen Knoblauch. Okay. Ich muss jetzt einfach nur ganz kurz dann noch erhitzen. Okay. Wie gesagt, hätte man jetzt auch mit Tiefgefrorenen nehmen können. Ja, aber sieht ja schon auf die Schöne aber aus. Ja. Also ich muss sagen, ich nehme manche Sachen auch tiefgefroren. Was nimmst du tiefgefroren? Mal Bohnen oder auch mal Erbsen, weil ja, okay. Ich sag mal so, das ist ja von der Frische her, ja. Sagt man ja manchmal, dass das Tiefgefrorene besser wäre als das Frische. Also ich nehme gerne gerade die tiefgefrorenen Erbsen, wenn ich so einen Erbsenmus mache oder ja, ein Erbsenrisotto. Püree, genau. Weil da ist halt die Farbe, die bleibt halt schon drin stehen. Ne? Genau. Weil das ist ja direkt dann schockgefroren. Ja, genau. Ja. So. Das heißt, das ist die nächste Pfanne, darf ich ja auch schon geben, gell? Die kannst du mir dann schon mal gleich geben, also das ist dann schon gleich fertig. Okay. Das lassen wir in der Pfanne drin? Das lassen wir jetzt so in der Pfanne einfach drin. Okay. Ausmachen. Okay. Und dann mache ich noch schnell das Sößchen dazu. Das Sößchen? Was heißt, wie machst du das Sößchen? Was brauchst du da dazu? Also habe ich hier meine Zutaten, habe ich die Sesampaste. Wo machst du das? In der Schüssel rein? Mach ich auch nochmal in der Schüssel rein. Also du müsstest mir nochmal eine Schüssel geben. Ach, ich hab's kommen sehen. Ja, ich koche. Ich habe auch zu Hause immer. Also Marcel kam vorhin, hat gesagt, ich brauche nur eine Pfanne und einen Topf. War die Aufregung. Ich bin bei 10 Pfannen, 10 Schüsseln und 10 Rührern angekommen. Das war die Aufregung. Ja. Aber ein bisschen Pfeffersalz kannst du mir noch geben. Darf ich hier das drauf machen? Oder so, ja, klar. Gut, dann mache ich hier ein bisschen. Einfach so ein bisschen kurz so. Ja. Andalaninpfeffer drauf. Sehr weicher Bergpfeffer. Ja. Ein bisschen rotes Salz drauf. Einfach für den Geschmack. So. So, und dann können wir die Pfanne ausmachen und beiseite stellen. Ja, wir schieben mal gerade hier rüber. Perfekt. So, dann gebe ich dir, man reiche ihm einen neuen. Ja, gleich für die Zucchini-Nudeln dann. Soll ich die schon mal heiß machen? Stick? Die Pfanne, warte mal einen kleinen Moment, ich will kurz noch die Soße zaubern. Ach so, ja, genau. Was machst du da jetzt alles rein? Nee, warte mal, Schneebesen habe ich dir gegeben. Den, nee, hatte, schau mal, ich habe das. Ach, oder hier, perfekt. Kannst du, glaube ich, besser rühren. Ja. Mache ich jetzt als erstes mal 3 Esslöffel Sojasauce rein. 3, keine 4 und keine 2. Da muss ich halt sagen, bin ich jetzt, wenn ich zu Hause koche, mache ich halt eher das so Pi mal Daumen. Ja, du machst es so, wie wenn du zu Hause wärst. Ich persönlich koche halt zu Hause selten nach Rezept, schon gar nicht mit der Mengenangabe. Also bist auch keiner, der, wie wir vorhin gesagt haben, so abwiegen ist für mich auch keine Kocherei. Außer beim Backen, da bin ich genau, aber gut, da muss es ja sein, sonst wird das Endergebnis ein bisschen blöd. Aber Backen hast du zu mir vorher erzählt, wo wir uns kennengelernt haben, ist auch nicht so dein. Nein, aber ab und zu mal, wenn man mal. Wenn es sein muss, ne? Ja, dann kriege ich das schon mal hin, dann gelingt es auch. Okay. Ja, jetzt mache ich, wie gesagt, noch einen Esslöffel Reisessig rein. Okay, wegen der Säure nehme ich an. Genau. Okay. So. Dann machen wir, wie gesagt, von der Sesampaste was rein. Ja. Die ist halt sehr ergiebig, deswegen würde ich, also vom Geschmack her, fast ja nur höchstens vielleicht noch ein kleines 1,5 Löffel reinmachen. Kann man die auch warm essen? Ja. Okay, hast du das auch schon gemacht? Habe ich auch schon mal gemacht. Okay, gut. Ja. Und dann für die Schärfe noch ein wenig Chili-Soße. Genau. Also wie gesagt, wir haben extra, da haben wir uns vorher drüber unterhalten, werden diese Pasten und Soßen auch selbst machen können. Klar. Aber ihr wollt nicht stundenlang in der Küche stehen, sondern es soll ja auch darum gehen, dass wir da ein schönes Gericht auch innerhalb kürzester Zeit zaubern können. Ja. Und jetzt, was machst du da jetzt rein? Mache ich halt noch den restlichen Knoblauch mit ein bisschen Ingwer mit rein. Das gibt ja ganz schön Bums heute. Ja, ja, klar. Heute wird nicht mehr gekürzt. Aber es ist ja Abend, da ist es ja noch nicht so schlimm. Dann ist man ja zu Hause und dann sollte das genau, ja passen. Dann können wir in Ruhe dann schlafen gehen und können dann ausdünsten. Noch ein bisschen Pfeffer und Salz könntest du mir reichen. Jawohl. Darf ich Ihnen das reinmachen, ja, der Herr? Ja, auch ein wenig reinmachen. Dann reiche dem Herrn ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Darf er denn hier auch probieren? Natürlich. Okay, ja, weil ich bin jemand, der dann auch mal probieren muss. Ich finde es ganz schlimm, wenn die Küche nichts probiert, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja.
vorher. Oha, okay. Ja, passt, hat schön Bums hinten raus, ne? So, ich schneide jetzt einmal die Glasnudeln durch. Perfekt. Weil nachher wird es ja dann wenn dann die Zucchini kommt, dann mildert das ja wieder ein bisschen ab. Ja, aber die hat ganz schön, die hat schön Bums. Hm? Finde ich gut. Hat eine interessante Schärfe, muss ich wirklich sagen. So, die ist schon heiß. Schon heiß. Genau, Olivenöl. Dann wir mal ein kleines bisschen rein. Okay. Aber nicht so viel. Okay. Das heißt, das jetzt richtig scharf anbraten, ne? Ja, die tun wir jetzt nochmal scharf anbraten. Okay. So, danke dir. Mache ich das schon mal weg hier. Ja, mach's wie die Köche, schieb einfach das, was unter. Nein, nein, ich war nur gerade in meinem Schuhbereich. Sorry. Das machen wir aber immer als Köche, weißt du, so immer den ganzen Tag, wenn irgendwas runterfällt. Ja, klar. Ja, aber das kennst du auch, oder? Ja, ja, na klar. Macht ihr das als Vollfell? Nein, so jetzt nicht. Nein, sowas, so unanständige Sachen macht ihr nicht, gell? Nein. Während das jetzt hier brät, kann man noch gerade die Eier, die gekochten. Ja. Soll ich da irgendwie einfach mal schwenken. Mal schwenken? Ja. Ich kann nicht schwenken, ich muss das noch lernen. Ne? Oder so. Hast du das auch schon mit Karotten gemacht oder mit einem anderen Gemüse? Ja. Das ist ein Salat. Aber ich glaube, Zucchini ist dann, glaube ich, die beste Wahl, oder, dafür, oder? Finde ich schon, ja. Ja, okay. Gibt man auch die meisten Rezepte von. Okay. So. Sehr perfekt, schön. Danke dir. Und jetzt kommt dann da dazu, oder was? Nee, das kommt jetzt dazu, die Glasnudeln. Okay. Können wir auch nicht schon dazu machen. Mach alles rein, der Olli ist so gern vegetarisch, hat er gesagt. Da grinst du wieder im Hintergrund. Du freust dich schon, so ein Riesenberg. Nein, also wie gesagt, ihr findet auf meinem Blog, also auf jeden Fall auch. Ich habe gesehen, schöne Fleischgerichte. Viel mit sowas Fleisch, um Gottes Willen. Also. Ja. Aber ich sag mal so, in der letzten Zeit gibt es halt auch schon viele schöne, leckere vegetarische Sachen. Das stimmt. Also ich muss sagen, wo du mich ja immer kriegst, so eine schöne Pasta mit Tomatensauce, wenn die Tomaten richtig spaßige Zeit ist, ja, wenn die richtig nach Tomate schmecken. Und wo ich halt auch ein großer Fan bin, ist von Blumenkohlpüree. Okay. Oder Brokkoli-Püree, da mache ich auch gern viel mit. Wie machst du ein Brokkoli-Püree, damit die Farbe schön stehen bleibt? Na gut, Brokkoli kurz kochen, ja, dann kurz ein Eiswasser. Ja, Eiswasser zu dem Garprozess stoppen und dann tue ich den pürieren mit klassisch mit Milch, Muskat, Butter. Okay. Also ich lasse ihn auch kalt werden und püriere den also kalt. Und du rührst dann meistens in die Masse rein, dann wird er dann nochmal warm. Ja. So. Und dann machen wir jetzt einfach die Soße dazu. Okay. Warte mal, ich gebe dir noch mal einen Schaber. Ja, ich habe hier einen. Hast du einen? Passt. Wie nennst du das Ganze jetzt, was man jetzt da kocht? Also ich würde jetzt mal nennen eine Zucchini-Glasnudel, also Zucchini-Glasnudelsalat mit Knoblauch, Ingwerspinat und gekochten Ei. Okay. Also das hat jetzt so für mich direkt keinen richtigen Namen. Hast du das selbst für dich kreiert? Oder? Ja, das habe ich mal wo aufgegriffen. Okay. Und dachte mir, das würde doch eigentlich mal ganz gut passen. Ich habe es auch vorher noch nie gemacht. Also heute das erste Mal? Ja, aber das ist bei mir normal, weil ich koche, wenn ich zu Hause ja auch koche, immer. Du kannst ruhig runterfahren, die Hitze. Also probiert mit uns, also wir sind heute Abend die Testpersonen hier. Ja. Nee, es schmeckt nicht so. So wie in der Küchenschlacht, oder? Ja, genau. Wäre das auch mal was für dich, so Küchenschlacht? Warum meldet sich der erste? Ja, wie gesagt, vielleicht ist es jetzt die Geburtsstunde. Jetzt die Geburtsstunde dafür, genau. Nein, aber ich finde es aber auch schön, wenn man sich da mal so ein bisschen duellieren kann. Ja. Und einfach auch mal sieht, was die anderen so machen. Ne? Absolut. Also was man hier sieht, also die Soße soll nicht schwimmen, die Nudeln, der Salat soll nicht in der Soße schwimmen. Soll ich einfach aufsogen, aber dann auch mehr nicht. Ne? Genau. So, und das ist da rein, ne? Nee, das mache ich dann gleich oben auf den auf den Salat? Ja. Na, jetzt brauche ich nämlich den Teller. Okay. So, muss ich mal gucken. Wir richten da an. Also okay. Brett. Da können mich deine Zuschauer, unsere Zuschauer direkt sehen, was hier so passiert. Ja, die sind ja genial. Die nehme ich auch immer gern zu Hause. Und dann kann man immer schön... Na, machen wir ein bisschen. Reicht für unseren Kameramann. So. Das soll ja schon opulent sein. Ne? Ja, genau. So. Er hat bestimmt großen Hunger. So. Was für Geschirr nimmst du am liebsten für dich zum Anrichten? Weißes, buntes, was ist so bei dir? Also da bin ich noch so ein bisschen auch gerne alte Schule. Das also klassisch Weiße. Weiß. Ne? Mhm, ja. Weil manche Sachen sehen halt einfach auf dem weißen Geschirr am besten aus. Aber
Ich mag aber auch gern diese ausgefallenen, die es jetzt heute so auch schon gibt. Also der Teller gefällt dir auch, den wir der Teller gefällt mir sehr gut. So, dann reicht man ihm den Spinat. Ja. Den Knoblauchspinat, gell, war das? Richtig. Damit das in die frische Löffel. Ah, perfekt. So. Ach so, okay, den machst du hier oben drauf. Komm einfach so oben ein bisschen drauf. Okay. Das ist eine interessante Kombi, bin ich mal echt gespannt jetzt gleich. Hast du noch mal ein Papierchen für mich? Ein Papierchen, man reiche ihm ein Papierchen. Danke. Frisch, also wer schaut mal. Das reiße ich mir immer vor, damit hier, wenn ich solche Freunde und Partner habe, die mit mir kochen, ein Papierchen wollen, damit alles schon mal hier vorbereitet ist. Alles im Background. So, jetzt mache ich wie gesagt noch den Sesam dann oben drauf. Okay. Ja, für das gewisse Aroma. Okay. Dann noch die Eierhälfte. Okay. Dann gibst du mir noch mal ein bisschen Pfeffer und Salz. Sehr gerne. Weil das Ei ist ja noch neutral. Also das gefällt mir zum Beispiel sehr gut bei dir, weil viele einfach sagen, ja, schmecke ich ein Ei drauf. Nee, aber also es muss alles so ein bisschen abgeschmeckt sein. Ne? Klar. Das ist ganz wichtig. Ja. So, da machen wir noch zum Schluss noch ein wenig Kresse drauf. Und dann haben wir es schon geschafft. Und so schnell hat man ein Essen gezaubert. Ja, sehr schön. Voilà. So, also, ich interpretiere das Ganze jetzt nochmal. Also, Glasnudel, Zucchini-Salat erschlagen von gekochtem Ei? Nein. Nein. Du erzählst noch, was du da gemacht hast. Nein, also sieht sehr interessant aus. Sieht auch lecker aus, muss ich dazu sagen. Hätte ich jetzt mir so nicht vorgestellt, wie du gesagt hast, du machst was mit Zucchini. Und man könnte es theoretisch auch als kalte Vorspeise essen. Okay. Bei Glasnudeln isst man ja, gibt es ja auch als Vorspeise Glasnudelsalat. Ja, ja, ja. Aber ich persönlich fand es jetzt als ein warmes Gericht auch ansprechend. Ich finde es halt jetzt für die Jahreszeit auch noch ganz gut. Es ist was Leichtes, genau. Nicht so schwer. Also jetzt nicht so eine schwere Soße und jetzt so eine schwere Sahnesoße, was jetzt bei so Temperaturen im Sommer ja eher nicht so gut ist. Genau. Also was hast du hier nochmal gekocht? Also wie gesagt, vielleicht mal kurz, denn es gibt manchmal Leute, die einmal später zuschalten und oft den Rest sehen und sagen, Mist, ich habe jetzt zu spät eingeschaltet. Erklär uns einmal nochmal, was das ist und wie du das zubereitet hast. Also ich habe hier Zucchini und Glasnudeln habe ich in der Pfanne, also Zucchini kurz angebraten, Glasnudeln gekocht, also ganz kurz mit heißem Wasser abgeschüttet. Daraus habe ich dann eine Soße gemacht mit Sojasauce, Tahin, Essig und Chilisauce, Pfeffer, Salz bisschen und Knoblauch. Und das habe ich dann zusammen mit den Nudeln und den Glasnudeln und den Zucchini-Nudeln vermischt. Dann habe ich ein wenig frischen Blattspinat mit Knoblauch und Ingwer und Frühlingszwiebeln angebraten und gekochte Eier dazu und gerösteten Sesam. Sehr gut. Und wer jetzt, sag ich mal, Veganer wäre, der würde dann einfach die Eier weglassen. Ne? Der würde jetzt die Eier weglassen, dann wäre es dann noch ein veganes Gericht. Genau, ein veganes Gericht. Also, wir haben heute zwei Gerichte gemacht. Ja. Einmal vegetarisch und einmal vegan. Also, wie gesagt. Und einmal kalte Vorspeise oder man könnte auch vier essen. Also, einmal die vegane Variante. Einmal die vegetarische Variante, ja. Wer noch Ei dazu mag. Es gibt ja auch viele Vegetarier, die auch noch ein Ei essen. Ja, oder auch mehr noch Milch trinken. Und wie du sagst, man könnte es auch gut als kaltes Gericht machen. Also eine tolle Interpretation, ja, gefällt mir, finde ich schön. Und wir werden das jetzt gleich mal, weißt du was, komm. Ja, ja, machen wir mal. Wenn schon, denn schon, ich muss ja mal gleich meinen Senf dazugeben. Ich hole mir noch einen Löffel, damit wir das mal richtig testen können, was wir hier, also die Soße, was vorhin war. Hatte Bums. Hatte echt Bums, bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt so. Das kann sie jetzt essen, aber es kann ja ruhig auch Bums haben, fände ich. Ne? Ja, passt. Schmeckt lecker. Mhm. Auch ist gut. Und hinten raus die schöne Schärfe vom Chili. Sehr gut. Der Ingwer. Ja. Sehr gut. Ja. Also, das war jetzt erstmal das Gericht. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu dir. Mhm. Genau, wir waren Freunde bei stehen geblieben. Dass du ja gelernter Hotelkaufmann bist. Hotelfachmann bist. Genau. Hotelkaufmann ist ja eine andere Sparte, aber du könntest noch Hotelbetriebswirt werden. Ist das so deine Sache, was du mal studieren willst oder mal machen möchtest? Mhm. Oder was ist dein Ziel? Mein Ziel war eigentlich ursprünglich immer, ein eigenes Restaurant zu haben.
Okay. So ein kleines Bistro oder ein schönes Café mit schönem Frühstück. Und okay. wo ich dann immer ein, zwei schöne Mittagstische mit meinen Rezepten anbieten. Also mit meinen Gerichten. Also du auch selbst kochst, oder was? Oder? Ja, genau. Also wirklich okay. ein kleines Restaurant oder wirklich ein kleines Lädchen. Das war immer so mein Traum. Aber gut, dann kam natürlich dann die Pandemie. Und dann habe ich auch das dann erstmal auf Eis gelegt. Okay. Wie alt bist du jetzt, mal sagen? Ich bin jetzt 28. 28. Also noch. Also vielleicht, ich meine, ich kenne ja viele Hoteliers, die auch zuschauen. Wo ist so, sag ich mal, dein Traum? Bist du da, sag ich mal, regional sesshaft, wo du sagst, du willst hier unbedingt? Ja, schon. Ja? Also sag mal schon so im Rhein-Main, Rhein-Gau-Taunus-Kreis, Wiesbaden, Mainz. Ich finde es ja gerade in unserer Gastronomie. Also ich war jahrelang unterwegs. Ich fand es also richtig geil, wirklich. Heute in dem Hotel, in einem halben Jahr im nächsten Hotel, das war ja bei uns, sag ich mal, sehr extrem als Köche, ja. Aber ich sag mal, wenn jetzt ein schönes Angebot aus Hamburg käme oder aus was weiß ich, aus dem Ausland, würdest du da auch hingehen? Oder hättest du sehr viel Heimweh? Ja, ich bin schon so Heimweh. Ehrlich? Ja, ja. Also echt? Ich könnte auch nie auf so ein Schiff gehen für Monate. Und das sagst du jetzt, wenn du einmal, ich glaube, wenn du einmal, also ich habe von vielen Leuten gehört, die aufs Schiff gegangen sind, die haben sich das auch nie vorstellen können oder auch so ins Ausland, ja. Natürlich hat man da erstmal Sehnsucht, mit Sicherheit, aber ich glaube schon, wenn man jetzt mal so diese Luft geschnuppert hat, ja, vom Ausland oder so, das mit Sicherheit auch eine geile Sache ist. Vielleicht, also um Gottes Willen. Ne? Also, wenn jetzt hier ein Hotelier oder ein tolles Restaurant, du kannst ja auch im Restaurant arbeiten, glaube ich. Ne? Geht auch, also ich bin offen für alles. Genau. Also könnt ihr euch gerne entweder bei mir oder beim Marcel direkt melden. Ja, wie gesagt, ihr habt gesehen, was das Geile ist. Es gibt so viele Hotelfachmänner und Hotel- oder Hotelkaufleute oder Restaurantfachleute, die nicht einmal sowas kochen können. Ja, das ist leider Gottes so. Die tragen leider Gottes nur das Essen raus. Aber das, ich kann mir vorstellen, wenn du im Restaurant arbeitest oder wenn du auch was verkaufst, ja. du weißt die Materie, du weißt die Grundzutaten, ja, dass du da mit Sicherheit auch ein geiler Verkäufer bist. Ja. Das müsst ihr ja auch sein. Vor allem, ich lege halt auch auf das Auge dann halt auch Wert, weißt du, genau. wenn das rausgeht. Ja. Und dann könnt ihr euch gerne auf jeden Fall hier melden bei uns oder bei dir. Mhm. Wie gesagt, du hast ja gesagt, dass du vielleicht was in Aussicht hast. Ja, aber da kann man sich nie drauf verlassen. Ja. Nein, wie gesagt, wenn ich was hören würde, wie gesagt, im Hotelbereich bin ich jetzt nicht mehr so unterwegs, wie früher, aber ich habe etliche, die mit Sicherheit zugucken werden, die wissen, okay, da ist jemand da oder sonstiges und dann kann vielleicht sein, dass ich da eine melde. Also wie gesagt, schaut mal bei Marcel, jetzt sagst du mal deinen Instagram-Kanal. Also Cooking Studio bei Marcel. Cooking Studio bei Marcel, Instagram, guckt mal vorbei, gebt mal ordentlich Likes und wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr da Kommentare habt und vielleicht habt ihr ihn bald bei euch im Hotel stehen. Ja, Marcel, das war's von meiner Seite. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat bei mir dir. Auch immer unterhaltsam mit dir. Ja. Vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. Ja, danke. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt eine gleiche gute Heimfahrt. Du spülst diese Küche, ich gehe jetzt ein Bierchen trinken. Okay. Also, okay. Vielen Dank an Walders Kochwelten, Küchenwalder in Bad Vilbel. Natürlich an unsere Sponsoren. Wir haben beide, wir lieben beide Fissler. Mhm. Haben wir jetzt auch, das ist auch sehr, sehr schön. Gefu natürlich. Und Miele sehe ich sehr gut. Miele, genau, im Hintergrund. Und natürlich auch gute noch, Marke. Nochmal hier im Background, den lieben Olli. Olli, vielen Dank. Dir da auch gleich eine gute Heimfahrt. Wir testen jetzt nochmal das Essen, Olli. Und dann gucken wir mal, ob du das nächste Mal wieder da bist. Also, vielen lieben Dank und bis demnächst hier aus Walders Kochwelten. Ciao.